Hallo Leute und willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Feuer Emblem 48 Secret Stones. Schon wieder dieser Fail. Warum passiert denn das jetzt immer? Beim letzten Part ist das auch passiert. Egal, beim letzten Mal haben wir den Turm gemacht. Diesen Turm von Viny, die erste Ebene. Und anscheinend kommen da immer neue Etagen dazu, wenn wir in der Geschichte voranschreiten. Und letztes Mal bin ich noch für den zweites Mal in den Turm gegangen, wie ihr wisst. Ich habe das Spiel einfach neu geladen und jetzt bin ich wieder hier. Und ja, das hat sich ja gespeichert. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir zu unserem nächsten Ziel und schau mal, wie es so weitergeht. Erika weht den Weg über den Meer, über das Meer, um in die theoraktische Rausten zu reisen. Okay. Ihre Suche nach einem Schiff führt sie in die Hafenstadt Kiris in Charonion. Charonion ist eine junge Nation, regiert von einem Konzil der Händler. Das Land ist auch ein Verbündeter von Frelia. Jim, der Leiter des Konzils und überzeugter Gegner von Quados, imperialisiert Handlung, hat gelobt, dass Kranonion Frelia in diesem Konflikt unterstützen werde. Auch Prinz Ines hat vor, auf seinem Weg nach Yanana in Konyan Halt zu machen. Erika glaubt, in Konyan würde ihr keine Gefahr drohen, doch damit hat sie Unrecht. So, Kapitel 9, Ferne Klinge. Relias heiliger Stein wurde zerstört. Und doch konntet ihr den Stein von Renais noch immer nicht finden. Jen, weiter. Findet die Kinder von Renais. Findet sie und nehmt ihnen die Armreifen ab, die sie tragen. Jen, such nach Erika. Weiter. Finde Ephiram. Finde sie. Besieg sie. Ja, eure Majestät. Erika, wie? Sie ist ein reifer kleiner Pfirsich. Und ihr Bruder Ephiram. Er ist eine bessere Beute, als ich es mir vorgestellt hatte. Allein beim Gedanken daran gerät mein Blut in Wallung. Vielleicht wird dies alles doch noch sehr unterhaltsam. Wie spricht man das aus? Kalila. Keine Ahnung, Leute, tut mir leid. Weave. Zerschmettert die verbleibenden heiligen Steine. Ich sag jetzt Kala dazu. Kala, übernimm Yanana. Weave, nimm Rosten ein. Geht, vernichtet die heiligen Steine, die dort aufbewahrt werden. Hehehe, wie erwünscht. Ich werde sofort mit den Vorbereitungen für Raustens Sturz beginnen. Pa, warum bleibt ihr aneinander an mir hängen? Verfluchtes Pech. Ich wurde zum Söldner, um diese erbärmlichen Ort zu entkommen. Jetzt muss ich dorthin zurück. Dunell. Geht nach Frelia. Zerschlagt die finalische Armee und bestraft Ephiram. Selena, ihr bleibt in der Hauptstadt. Ich werde schon bald neue Befehle für euch haben. Ja, Sir. Gott, so viele Gegner. Erika, warte. Tana, was machst du denn hier? Du solltest doch im Palast bleiben. Du bist so plötzlich aufgebrochen, ohne Vorwarnung und Abschied. Du und Ephiram seid gerade erst angekommen und schon müsst ihr wieder ausziehen. Nun, ich bin deine Freundin, Erika, und ich werde dich nicht in die Gefahr ziehen lassen, ohne an deiner Seite zu sein.
Weiß denn König Idrin drüber Bescheid? Nein, er würde doch nur sagen, ich verbiete es dir, diesen närrischen Ruf zu folgen. So wie immer. Aber ich mache mir schon solche Sorgen um dich. Vielen Dank, Tanna. Ich weiß deine Besorgnis zu schätzen. Aber König Idrin würde... Blut Ephiram, mein Vater und mein Bruder. Ihr alle kämpft gemeinsam für eine edle Sache. Ihr könnt mich nicht ausschließen. Ich lasse mich nicht ausschließen. Bitte, Erika. Oh, nun gut, ich könnte dich niemals zurückweisen. Komm, lass uns gehen, Tanna. Vielen Dank, Erika. Oh, okay. Eure Hoheit, wir haben Port Kiris erreicht. Wenn wir eine Passage über die nördliche See finden, werden wir draußen in nur 10 Tage erreicht haben. Der Duft des Meeres erfüllt... Der Duft des Meeres erfüllt die Luft. Dies ist ein sehr lebendiger Ort. Nicht wahr? Es ist ein Handelszentrum. Menschen aus aller Herren Länder reisen hier durch. Lasst euch nicht zu sehr von Anblick und all den Klängen bezaubern. Am Ende vergesst ihr noch eure Mission. Das werde ich nicht. Ich bin eine Söldnerin mit Namen... Ich bin eine Söldnerin mit Namen Irina. Ich reise nach Rausten, um eine Vergütung einzureichen. Da lasst uns nach einem Schiff suchen, Irina. Den Docks geht es hier entlang. Ist etwas nicht in Ordnung? Seit die Frau dort drüben ist das... Ah, die haben wir doch schon mal getroffen. Oh, diese hohen Zuckerpasteten. Die sind so wundervoll lecker. Voller Geschmack, ohne gleich verfeinert, ohne banal zu wirken. Guahaha, da habt ihr wohl recht, Lady L. Archel. Ihr kommt mir bekannt vor. Oh, seid ihr nicht? Wir trafen bereits einmal aufeinander. Ihr kam mit euren Gefährten an, als wir gegen ihre Keraturen kämpfen. Mensch, das ist nicht so schwer. Euer Name ist L. Archie, nicht wahr? Welch Wunder und welches Vergnügen, dass wir uns so bald schon wiedersehen. Das muss göttliche Vorhersehung sein. Pech ist das Einzige, was euch die Göttin jemals gewährt haben. Oh, auf jeden Fall, dass ihr noch kein hiervon probiert habt. Lasst euch sagen, dass auch diese Pastet gar göttlich sind. Wollt ihr eine versuchen? Vielen Dank. Nein, warte. Deshalb wollte ich nicht. Eigentlich sind wir auf dem Weg in die Theokratie Rausten. Wir sind ziemlich in Eile und müssen eine Passage per Schiff finden. Oh, meine Liebe, ich befürchte, ihr werdet hier keine Hilfe finden. Kein einziges Schiff verlässt den Hafen. Pardon? Nun, auch ich bin auf dem Weg zurück in mein geliebtes Rausten. Und ich bin bei den Obrigkeit hier im Port Kiris bekannt. Also befahl ich ihnen, das beste Passagierschiff für mich vorzubereiten. Doch sowohl Händler als auch Passagierschiffe haben viel zu große Angst, jetzt die Segel zu setzen. Es scheint ein riesiger Geisterschiff versenkt jedes Schiff, das es trifft. Könnte ich es nur konfrontieren, würde ich sein übles Treiben in einen Wimpernschlag beenden. Ach, es ist eine solche Schande. Das ist natürlich sehr lästig. Trotzdem muss ich irgendwie nach Rausten gelangen. Ihr müsst euch deswegen keinen allzu großen Gedanken machen. Wenn euch der Seeweg verschlossen bleibt, folgt einfach der Route über Land. Die Route über Land? Ich hörte, dies sei ein schrecklicher Umweg. Oh, das ist sie auch, aber erkennt ihr es denn nicht? Die Mühsal der Straße ist wahrhaftig ein Segen. Sie wird euch härten und euch in eurer Entschlossenheit bestärken. Wenn ihr euch den Anklitz großes Übels bestellen müsst, so wurde mir zum Beispiel eine große Prüfung auferlegt, um mich zu verbessern. Ich verstehe meinen Weg. Oh, unverständliche Mächte der Vorsehung.
ich, eure treue Dienerin, El Arche, werde alles bestehen mit Glauben und göttlicher Kraft. Hört mir zu, El Arche. Ihr mögt ja wegen des langen Weges außer euch sein vor Freude, aber... Kommt jetzt, wir reisen ab. Dolza? Renak? Fällt nicht zurück. Guahaha, wartet auf uns, Lady Arche. Kommt schon, Renak. Wir laufen, bis zum Umfallen. Der Erste, der voll lauter Erschöpfung aus den Latschen kippt, ist der Gewinner. Helft mir, warum muss mir das geschehen? Oh mein Gott. MZ? Liegt draußen nicht in der anderen Richtung? Hat sie nicht eben den Weg nach Vredia eingeschlagen? Das ist nichts, womit ihr euch belasten solltet, Milady. Unsere einzige Sorge sollte nun sein, unsere nächste Aktion zu entscheiden. Eine Reise über Land würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber wie es scheint, ist dies wohl für den Moment unsere einzige Wahl. Dem stimme ich zu. Was bleibt uns schon übrig? Oh. Du bist der Eirika, die Prinzessin von Renais, oder? Wie? Memme, fort mit dir! Nicht gleich persönlich werden, ja? Weißt du, auf deinen hübschen Kopf dein hübsches Sümpfchen ausgesetzt. Tut mir ja ehrlich leid, aber ich kann das Gold gut gebrauchen. Oh. Verstehe schon. Elf. Oh, ich hab Tanner. Ja, das könnte ich mir schon denken. Und dieser Pegasus-Ritterin. Cool. Ich mag Pegasus-Ritter. Jetzt habe ich gleich zwei. Aber sie ist erst Level 4. Oh, sie muss sogar mitmachen, sehe ich gerade. Okay. Wir können jetzt wieder ein bisschen mehr mitnehmen. 11. So. Ja. Ja, du kommst auch mit. Du kommst mit. Den würde ich auch gerne nochmal mitnehmen. Ja, gegen Franz, oder? Franz hat zwar letztes Mal schon nicht mitgemacht. Ja, was machen wir denn jetzt? Ach komm, Franz raus, er rein. Sollte nicht darum gehen, wie wir sie benutzt haben, sondern daran, wie hoch sie gelevelt sind. Und er braucht auf jeden Fall noch mehr Level-Ups. Mehr als Franz. Die anderen, ja. Ist alles ganz gut so. Gut, tauschen, genau. Tanner. Moment. Wir haben da bestimmt noch irgendwas. Lechspeer. Ein Panzerbrecher. Lechspeer geben wir ja schon mal. Heilmittel hat sich schon. Ja. Hat noch irgendjemand einen Speer zu verschenken, zufällig? Das ist ein Stahllanze, halt, wie hoch ist denn hier Waffenlevel? Das ist auf D. Ich hab da kann man schon Stahlwaffen benutzen, oder? Dann tauschen. Stahllanze. Ja, kann sie benutzen. Ich bin leid, Kill, aber du wirst erstmal nicht eingesetzt. Wie gesagt, die beiden haben uns ja begleitet. Ihnen setze ich mal, nehme ich mal mit rein, wenn man sehr viele Einheiten mit in die Schlacht nehmen können. Ich sonst nicht weiß, wen ich mitnehmen soll. Dann können die beiden mal mit reinkommen. So als Ersatz noch, als Extra-Einheiten. So. Jo, ist ausgerüstet. Der Rest ist auch fertig. Überprüf mal die Karte. So. Okay. Arsenal. Kolosseum gibt's hier nicht. Nee. Und der Boss ist der Typ hier unten. Dings. Okay. Krieger Level 5. Krieger schon weiterentwickelt, glaube ich, ja. Der weiterentwickelte Einheit. Oh, er kann auch Bogen nehmen. Hat er vielleicht einen Bogen? Ja, hat er. Okay. Ja. Wir können nochmal speichern.
Ja, dann nichts mehr zu tun, würde ich sagen. Fangen wir an. So. Oh, die Musik ist schön. Gut. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Das ist wunderbar. So. Wie fangen wir an? 22 Gegner. Holla. Ziel, besiege alle Gegner. Damit darf ich wahrscheinlich auch bewegen. Wahrscheinlich noch nicht jetzt. Wahrscheinlich erst, wenn ich ihnen näher komme. Oh cool, jetzt haben wir auch Tanner. Oh, schon 20 KP auf Level 4. Ich so hier so gucke, sie hat nur 23 auf Level 12. Okay. Das ist eigentlich viel im Laufen Level. Weh schon. Okay. Schwert, Vorteil gegen Schwert. Aber trotzdem gucke ich mal. Oh. Okay. Bam. Krass. So. Du kommst mal hier hin. Ja, da ich dann so. Die Störche sind absichern, damit die Gegner mehr auf Vanessa gehen. Oh, das ist ein Bogenschütze. Oh. Damn it. Eisenbogen. Oh oh. Ich sollte beten. Ich sollte beten. Ja, das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Oh, ganz schlecht, ganz schlecht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist jetzt super. Okay. Ganz ruhig bleiben und hoffen. Und beten. Wir beten mal. Sie hat eine leichte Anzahl, damit ist man nicht so leicht zu treffen. Das wird gut gehen. Ich stelle ihn mal hier hin. Eieiei, jetzt habe ich gerade echt Angst. Aber ich kann es nicht mehr ändern. Schauen wir mal, was passiert. Ja, komm. Lieber der Bogenschütze geht auf Looter als auf meine Pegasus oder, aber wahrscheinlich sind die nicht so dumm. Weil Pegasus-Ritter haben nun mal eine Schwäche gegen Dings. Gegen, ja, Bogenschützen. Da wird mit dem Bogenschützen sich das bestimmt nicht entgehen lassen. Oh, damn it. Ja, komm. Gut, die hat nicht getroffen. Komm, ich bete einfach, dass der nicht trifft. Oder dass er vielleicht nur einmal angreifen kann oder so. Der macht schon mal keinen Schaden. Oh Gott, ich will meine Pegasus. Die würde ich echt total ungern verlieren. Weil ich Pegasus das so mag. Na komm, das ist nur ein dummer Bogenschütze. Ja, komm. Komm. Jetzt, oh, oh, oh. 17. Nur einmal. Oh, nur einmal. Danke. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Danke. Danke. Gut. Mein warmes Herz. So, du gehst mal nach hier. Obwohl, komm. Hacke. Auf Wiedersehen. Oh mein Gott, oh, hatte ich gerade Herzrasen. Zum Glück ist das gut gegangen. Ozeansiegel. Wer würdige ein Dieb oder Piraten? Oh, sehr gut. Vor allem kannst du da den Bogenschützen weghauen.
Hiermit nicht. Hiermit. Gut. Ja, das, Mann. Und das. Oh, mein Herz. So, Tana. Das ist jetzt erstmal schön vielleicht geheilt. Feuer. Eigentlich so. Du kannst das Tana machen. Dann stelle ich sie jetzt einfach mal so hier hin. Dann Natascha. Jetzt heilt sie. Vielleicht eine normale Heilung. Ja, doch. So. So. Der andere Bogenschütze ist weit weg. Vielleicht dann so. Reicht nicht, okay. Dann die Stahllanze. Ja. Boom. Übrigens jetzt mal wieder cool, dass wir mal wieder eine neue Einheit bekommen. Oder bekommen haben, weil das letzte Mal schon eine Weile her. Und haben wir irgendwie jemand Neues. Aber ich glaube, weil wir mussten ja Tana mitnehmen, ich glaube, wäre sie jetzt besiegt worden, dann hätte man die Mission von vorne anfangen müssen. Ich glaube nämlich, das ist immer so, wenn man Einheiten mitnehmen muss und die werden besiegt, zählt das, ja. Das ist dasselbe, als wird der Kommandant besiegt. Das, ja. Also, wenn Einheiten besiegt werden, die man mitnehmen muss, zählt das als verloren. Würde ich damit sagen. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Nimmt das also nicht so auf die Goldschippe, wie man so schön sagt. Kann natürlich sein, dass ich jetzt total Unsinn erzählt habe. So. Dieser Part ist jetzt lang genug. Okay, Leute, nach diesem. Ich erhole mich noch kurz von diesem Schock und beim nächsten Mal machen wir dann auf jeden Fall weiter. Also, ciao und bis.